Ja, guten Tag. Ich möchte Ihnen kurz zeigen, wie man mit dem Zeller, mit dem Agilent oder HP oder auch Keysight Daten aufzeichnen kann. Die Geräte sind ziemlich alt und die neue Software, die BenchView-Software von Keysight, die geht leider nicht mehr mit diesen alten Geräten. Die sind nicht kompatibel mit dieser Software. Ich habe einen GPIB-Anschluss und nehme diese Software den Link, die Toolbar for Counters, also Agilent Intui-Link, dieses Intui-Link kann man herunterladen bei Keysight. Das ist eine Toolbar für Counters und diese Toolbar wird in Excel integriert. Also im Prinzip ist es ein Excel-Sheet mit einem Add-on, das in einer Toolbar dann versteckt ist. Das werden wir gemeinsam anschauen. Ich starte mal Excel, die Arbeitsmappe, und zeige Ihnen, was dann darin enthalten ist. Ich kann schließen und jetzt Excel öffnen. Jetzt muss ich da mein Fenster ein bisschen anpassen, damit man sieht, wo das ist. Genau. Also. Das Fenster habe ich nun angepasst und jetzt sieht man Folgendes. Hier oben ist ein Add-in, die Toolbar eben, die man eingebaut hat. Und das sieht wie folgt aus. Wenn ich das anklicke, kommt hier Agilent Counter und ein paar Icons. Das erste Icon hier, man sieht das auch sofort, das ist, dass ich jetzt den Zähler verbinde. Anklicken und den Zähler verbinden. Der sucht jetzt nach einem Anschluss. Und ich hoffe, er findet den auch. Dauert etwa eine Sekunde oder so. Er sucht den Anschluss. Okay, super. Es kommt eine Adresse. Bei mir ist das jetzt GPIB 1.3. Das kann auch etwas anderes sein. Aber die Default-Adresse beim Zähler ist 3. Und dann, je nachdem, was man für GPIP-Geräte angeschlossen hat, gibt es hier 0, 1, 2 oder so weiter. Also 3 ist vorgegeben vom Zähler. Kann man aber auch anpassen. Das Gerät jetzt identifizieren. Und siehe da, Counter und so weiter wird angezeigt. Und jetzt kann ich das anklicken und eine Verbindung herstellen. Super, sieht man hier, Verbindung hergestellt. Dann kann ich das schließen. Und jetzt kann ich hier den Zähler konfigurieren, den Zähler einrichten. Und hier gibt es alles Mögliche. Was man auch kann, wenn jetzt das hier die Einstellungen nicht aufgezeigt sind, kann man die Zählereinstellungen erfassen. Das heißt, was eingestellt ist beim Zähler, kann man hier abrufen und dann ist es auch eingestellt. Ich versuche, das Time Interval zwischen dem Kanal 1 und 2 zu erfassen. Ich habe dort das GPSDO angeschlossen und versuche mal den Unterschied respektive die Abweichungen zu erfassen. Dann klicke ich hier das Zeitintervall an und übernehme jetzt aber die Standardwerte. Nicht die, die ich im Zähler eingeschaltet habe oder vorgegeben habe, sondern hier die Standardwerte. Mache OK. Und was macht jetzt das Ding? Hier. Ja, hat jetzt das die Werte übernommen und jetzt kann ich hier ein Protokollarbeitsblatt einrichten. Das ist hier die Protokollierung, die ich eben möchte. Ich kann hier sagen, ja, okay, ich will 100 Messungen zum Beispiel, kann ich hier eingeben. Oder aber ich kann sagen, ja, ich möchte das hier, sagen wir hier 0 und hier vielleicht 10 Minuten oder irgend sowas. Beliebig kann man hier das so konfigurieren. Ich mache jetzt mal der Einfachheit halber hier 100 Messungen und dann sage ich, wann anfangen? Ja, sofort anfangen. Da kann ich auch noch sagen, was ich für ein Diagramm will. Ich kann ein Histogramm nehmen oder ein Streifendiagramm nehmen. Ich kann auf dem gleichen Blatt oder auf einem separaten Blatt. Ich nehme das gleiche Blatt und dann starten wir. Und dann sagt er noch, ja, okay, mache ich. Jetzt fängt die Aufzeichnung an. Er wird jetzt das einrichten. Dauert 1 oder 2 Sekunden und dann kommt die Startzeit, das Intervall, die Anzahl Messproben, also 100 habe ich hier eingegeben. Und jetzt wird hier die Uhrzeit angegeben, der Messwert und dann auch gerade die Grafik. Ich
kann die Grafik noch ein bisschen verschieben, man kann die vergrößern, also einfach dann Excel Standard. Das ist eine wunderbare Geschichte. Hier kann man natürlich auch sagen, ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil ich nur eins hier die, ich kann die Zellen formatieren und denen auch sagen, okay, möchte hier wissenschaftlich und dann möchte ich hier dann 6 Stellen zum Beispiel. Auch alles, das geht alles. Also man kann hier einiges spielen. Was ich jetzt mache, ich habe natürlich keinen Unterschied. Man sieht hier in etwa die Genauigkeit des Eingangssignals, respektive die Abweichung. Die ist etwa bei 1 hoch minus 10. Das ist, was man zu erwarten hat von einem GPS-DO und von diesem Zähler. Genauer kann man das mit diesem 53131 nicht erfassen. Wir haben etwa 500 Pikosekunden Zeitintervall Minimum zwischen den beiden Kanälen. Das reicht eben für etwa 1 hoch minus 10. Das als Kurzanleitung, wie man mit einem Zähler 53131 oder 32 mit diesen alten, älteren Universalzählern hier Daten erfassen kann. Schönen Dank für diesen kurzen Einblick und bis bald.